Die Tungstenperle wird auf dem Jighaken geschoben und mit dem Bindefaden wird eine Grundwicklung gelegt, wobei die Perle zuerst auf dem Hakenschenkel gesichert wird. Als Schwänzchen dienen einige Cocktailon-Fibern, die oben auf dem Hakenschenkel eingebunden werden. Die Länge beträgt in etwa die Länge des Hakenschenkels. Mit mehreren Wicklungen werden die Fibern gesichert. Ein Stück flaches Tinsel wird nun eingebunden, welches später als Rippung für den Körper dient. Der Bindefaden wird dabei zuerst nach vorne, damit ein leichter Unterkörper entsteht, und anschließend wieder Richtung Hakenbogen geführt. Für den Körper wird ein pinkes Dubbing verwendet. Im Grunde genommen ist es nicht so wichtig, welche Art von Dubbing. Hauptsache nicht zu dunkel, damit im Anschluss beim Rippen des Tinsels ein schöner Kontrast entsteht. Dubbing einfach auf den Faden anbringen und anschließend einen Körper bilden. Das Tinsel wird nun in gleichmäßigen Abständen um den Körper Richtung Hakenöhr gewickelt und knapp hinter der Perle abgefangen. Erneut wird etwas Dubbing auf dem Bindefaden angebracht. Hiermit wird der Thorax gebildet. Mit dem Bib-Finisher werden nur noch zwei Abschlussknoten gemacht. Wer mag, sichert den Knoten noch mit einem Tropfen Bindelack. Etwas zu weit abstehendes Dubbing wird noch entfernt, damit die Nymphe eine schlanke Silhouette bekommt. Die fertige Pinky Jig, ein hervorragendes Eschenmuster. Viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg am Wasser.